Aber es gibt noch einen Großverdiener und das ist die EU, die Europäische Gemeinschaft. Wenn die Schweizer demnächst eintreten will oder auch nicht, wie ich habe den Vorredner gehört habe, ist das auch für euch interessant. Und zwar ist es so, dass das Bruttosozialprodukt ist der Gradmesser für wie viel die einzelnen Länder zahlen müssen an die EU. Und das wird natürlich durch den großen Umsatz hier hervorgebracht. Das heißt, es ist nicht nur ein deutsches Problem, Österreich hat ähnliche Situationen, andere europäische Länder auch. Und von jedem Land verdient die EU mit. Und deswegen funktioniert das auch nicht. Es gibt mittlerweile ungefähr 3.000, ich weiß die genauen Zahlen nicht, letztes Jahr waren es 2.800 Petitionen, die an den Europarat gerichtet worden sind in dieser Angelegenheit, die unbeantwortet blieben. Da tut sich nichts. Wir können also keine Hilfe von den Seiten der Politikern erwarten, weil die schlachten ihre Goldesel nicht. Ja, es ist, wie es ist. Ich würde lieber gerne was anderes erzählen, aber das wäre nicht die Wahrheit und ich möchte euch wirklich die brutale Wahrheit zumuten. Es muss sein. Tut mir leid.